I want us to look into a very short words of scriptures in for today message. Lass uns auf eine kurze Schriftstelle staunen für die heutige Botschaft. Please turn with me to the book of Hosea. Also wir schauen auf Hosea Kapitel 10. Hosea 10, the verse from the verse number 12. Vers 12. Hosea 10, the verse number 12. This year I believe strongly that the Lord wants to rain righteousness in our lives. Ich glaube stark, dass in diesem Jahr der Herr will Gerechtigkeit regnen lassen über uns. It is one thing to know that we are the righteousness of God. Es ist eine Sache zu wissen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. But it is another thing to understand how the righteousness becomes effective. Amen. Aber es ist eine andere Sache zu wissen, verstehen, wie diese Gerechtigkeit effektiv wird in unserem Leben, wirkt. Things that God has done does not just work on us automatically. Amen. Die Dinge, die Gott getan hat, sie kommen einfach nicht zu uns einfach nur automatisch. Because God has given us a precious gift called our free will. Weil Gott uns ein großes Geschenk gemacht hat, nämlich unseren freien Willen. The power of choice. Die Kraft der Auswahl, Entscheidung. The ability to decide. Die Fähigkeit zu entscheiden. And so God has given that freely to us. Und Gott hat uns das frei geschenkt. And so everything that he has made available to us. Und alles, was er für uns hat und verfügbar gemacht hat. We have to use our power of choice to acknowledge that as true of us. Wir müssen unsere Fähigkeit der Entscheidung dazu nutzen, um das anzuerkennen. So we are the righteousness of God. Ja, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. So everything that is right as regards to God concerning us is already so. Also alles, was gerecht recht ist für uns in Bezug auf uns von Gott, ist schon so. Amen. So, but we need to acknowledge that in our own life. Aber wir müssen das in unserem eigenen Leben einfach anerkennen. So that we become down the, we become a showcasing of this righteousness. So dass wir eine, ja, ein Abbild werden dieser Gerechtigkeit. The verse 12, it says, sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. Till he come and rain righteousness upon you. Seht euch Gerechtigkeit, erntet nach Maßgabe der Güte, pflüget einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis das er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Amen. Amen. This is the time of harvest. Das ist die Zeit der Ernte. Amen. This is the time God is manifesting. Das ist die Zeit, wo Gott manifestiert. All of his goodness and of his mercy. Alle seine Güte und Gnade. Why? Because God has concluded his work. Warum? Weil Gott sein Werk abgeschlossen hat. Everything God started. Und alles, was Gott begonnen hat. He concluded in Christ. Er hat es in Christus abgeschlossen. And so you and I, we are his harvest today. Und so wir, ich und du, sind seine Ernte because heute. The seed has been planted. Weil der Samen gesät worden ist. And today God is supposed to reap. Und heute Gott soll ernten, ist dabei zu ernten. Amen. That is why Jesus says that God is glorified when we are fruitful. Darum sagt die Bibel, Gott ist verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. And so everything as regards to our life is supposed to bring forth fruit to the glory of God. Und also alles in unserem Leben, alles was uns betrifft, ist bestimmt Frucht zu bringen zur Ehre Gottes. And so here the Bible gives us a very important principle. Die Bibel gibt uns hier ein wichtiges Prinzip. Which is simply the fact of sowing and then reaping. Das ist einfach nur dieses Prinzip des Sehens und dann des Erntens. Here the scripture says sow to yourself in righteousness. Die Schrift sagt, ihr seht also euch Gerechtigkeit. Now there is specific
knowledge that God is giving to us here. Es gibt also ein spezielles Wissen, was Gott uns hier gibt. He says, "Sow to yourself." Er sagt nämlich, seht euch selbst in righteousness. In Gerechtigkeit. So it is not just to sow. Es ist nicht also einfach nur auszusehen. You know, when we sow, we always want to expect to reap from what we have sown. Wenn wir also etwas gesät haben, dann erwarten wir von dort auch etwas zu ernten. And where we sow is also important. Und wohin wir sehen, ist sehr wichtig. Because the ground in which you sow the seed will also determine whether the seed will be cultivated and become that fruit or that, you know, fruit that you desire. Also den Boden, wohin wir gesät haben, ist auch bestimmt auch, was dann wächst, was wir kultivieren, ob das eben das wir ernten, was wir wirklich auch gesät haben. And so here the scripture says the ground in which we are to sow is ourselves. Und so sagt uns hier die Schrift, der Grund, in welchen wir sehen sollen, sind wir selbst. So sow to yourself in righteousness. So seht also zu euch selbst in Gerechtigkeit. Glory be to God. So this simply means that everything that we are to do. Das heißt also, alles was wir jetzt zu tun haben, every action, every thought, every word. Jede Tat, jeder Gedanke, jedes Wort is the process of sowing. Ist ein Vorgang des Aussehens. Amen. So every action you do, every day you live, you are sowing. Also alles, was sie lebt, alles, was sie tut, ist ein Sehen. But to what are you sowing? Aber was, wohin seht ihr? And so here, the Bible says you sow to yourself. Die Bibel sagt hier, ihr seht zu euch selbst. Why would God say such a thing? Warum würde Gott so etwas sagen? How can I sow to myself? Wie kann ich zu mir selbst sehen? So should I try to build something within me that I myself will reap? Soll ich also etwas in mir bauen, was ich dann selbst ernten werde? Now, there is something we must understand here. Da gibt es etwas zu verstehen hier. From God's perspective, there is no another. Also aus Gottes Perspektive gibt es nicht den anderen. So when God looks at us, wenn Gott auf uns schaut, he looks at us collectively as one. Amen. Er schaut auf uns kollektiv als eins. So what you do to another, also was ihr einem anderen tut, you are doing to yourself. Tut ihr euch selbst. Amen. So your action to someone else. So also eure Taten für jemand zu jemand anderem. You are sowing to yourself. Ihr seht zu euch selbst. That is the only way you can sow in righteousness. Das ist die einzige Art, wie du in Gerechtigkeit sehen kannst. It's when you consider the other right as you. Wenn du den anderen gerecht ansiehst wie dich. When you look at your friend, your loved one, your spouse, your child, your everyone around you as you. Wenn du auf jeden um dich herum schaust, auf deine Ehefrau, deinen Freund, dein Kind, wie als dich. Now, this is very profound. Das ist sehr tiefgehend. If we want to have an impact in this world, wenn wir eine Auswirkung haben wollen in dieser if Welt, we want to experience harvest, wenn wir die Erfahrung des Erntens haben wollen, we are called to give. Wir sind aufgerufen zu geben. The word so here is given. So, das Wort sehen hier heißt geben. But the giving is not as a transaction. Aber das ist nicht wie eine Transaktion. It's not like trading to receive. Es ist nicht so wie handeln, geben, um zu empfangen. No, you are sowing to yourself. Nein, denn ihr seht zu euch selbst. Du. When I do good to you, wenn ich Gutes für dich tue, I am doing good to myself. Dann tue ich es Gutes für mich. When I speak to you, wenn ich zu dir spreche, euch, I'm speaking to myself. Dann spreche ich auch zu mir. When I think about you, wenn ich über dich denke, I'm thinking of myself. Denke ich über mich. And so, what do you think about you? Was denkst du also über dich? What do you give? What can you give to yourself? Was kannst du dir selbst denn geben? Amen. Now this is what should lead us in this here. Das ist, was uns in diesem Jahr führen sollte. Because if that which you are giving to another is bad, it means you are sowing that which is bad to yourself, because another is not someone different from you. Wenn du also deinem Nächsten etwas Schlechtes tust, im Grunde siehst du dann etwas Schlechtes auch für dich in dir selbst, denn es gibt in dem Sinne keinen anderen wie dich. That is the responsibility.
Das ist diese Verantwortung. That some of us may want to run away from. Und manche möchten davonlaufen davor. Because we always want that which is good to come from someone else to us. Weil wir immer wollen, dass das Gute für uns von jemand anderem zu uns kommt. But there's nothing about someone else. Aber es geht jetzt nicht um jemand anderen. If you embrace righteousness, wenn du Gerechtigkeit so annimmst, if you embrace the gospel of Christ, und das Evangelium des Christus, which is the righteousness of God, was die Gerechtigkeit Gottes sagt, then you've embraced the fact that all man has been reconciled to God as one. Dann hast du das angenommen, umarmt, dass alle Menschen sind versöhnt vor Gott als eins. This is the core message of the gospel. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. That we are all in Christ. Dass wir alle in Christus sind. And being in Christ, we are all one. Und in Christus zu sein, heißt, wir sind alle I'm eins. Not talking about those in the church. Wir sprechen jetzt nicht die in der Kirche gerade I'm sitzen. Talking of humanity in general. Amen. Wir sprechen über die Menschheit als Ganzes. The others may not know that. Also die anderen mögen das nicht wissen. But you haven't grown in your understanding. Aber wir sind gewachsen in unserem Verstehen. There is no another. Es gibt keinen anderen. So what you do to another, was wir also zu einem anderen you are tun, doing to yourself. Wir tun es für uns selbst. Now, if you want to reap in this year, also wenn ihr ernten wollt in diesem Jahr, you have to sow to yourself. Dann solltet ihr sehen zu euch selbst. Will you sow a bad seed to yourself? Willst du einen schlechten Samen dir selber sehen? Will you speak evil of yourself? Willst du schlecht von dir selber sprechen? Will you act hatefully against yourself? Willst du hasserfüllt gegen dich selbst wirken? And so we have to change our perspective. Wir müssen unsere Perspektive ändern. Our vision must change. Unsere Vision. That person I see, diese Person, die ich sehe, we may look different, sie mag anders aussehen. We may have different body, mm-hmm, but we are one. Also wir mögen ja auch einander Körper haben, anders aussehen, aber wir sind eins. This is me. Das bin ich. So what I act to that person, und das, was ich tue zu dieser Person, I'm doing to myself. Und tue ich für mich selbst. This is what the Bible says, sow to yourself in righteousness. Das ist, was die Bibel sagt. Seht zu euch selbst in Gerechtigkeit. Righteousness from the basic understanding means equality. Ja, Gerechtigkeit aus einem grundlegenden Verständnis heißt Gleichheit. We all one. Wir sind eins, alle. Glory be to God. Ehre sei Gott. There's no one greater than the other. Es gibt keinen größer als den anderen. And so if that is the notion of righteousness, also wenn das die Begriff ist von Gerechtigkeit, it simply means there is no another. Das heißt, es gibt nicht den anderen. In Matthew 7, the verse number 12, Matthäus 7, Vers 12, Jesus made this statement. Jesus hat gesagt, he says, therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Als alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Amen. No, this is Christ speaking. Das ist Christus, das spricht. It is the law and the prophets is hanging on the fact that what you do to another, you are doing to yourself. Das ist so, dass das Gesetz und die Propheten sozusagen daran hängen, dass eben das, was wir den anderen tun, uns ebenso tun. Halleluja. So, our walk from henceforth. Also unser Gang von jetzt an must be gathered by this understanding, muss von diesem Verständnis getragen sein, that every moment I'm sowing, dass in jedem Moment ich sehe zu I'm mir selbst, sowing a seed to einen myself. Samen zu mir selbst. I'm giving to myself. Ich gebe mir selbst. Amen. You don't give to another. Ihr gebt also nicht einem anderen. You see, this is the notion that the church hasn't come to understand. Das ist eben dieser Begriff, was die Kirche noch nicht ganz angenommen hat. You see, there are many people that have given, you know, in the project to build the church. Es gibt eben viele, die geben in Projekten der Kirche. But they have not seen the benefits of it. Aber sie haben den Nutzen nicht ganz gesehen. Because they give from the premise of trading, of transacting. Weil sie eben von diesem Prinzip des Gebens als
Handeln geben und so so. And most of the time the pastor encourages them, when you give, God will give unto you. Und sie werden ermutigt auch vom Pastoren, wenn du also gibst, dann wird Gott dir auch geben. No, this is absolutely wrong. Aber das ist falsch. Because you are not giving to another. Weil ihr nicht einem anderen gibt. Because when you give, you are giving to yourself. Wenn ihr gebt, dann gebt ihr zu euch selbst. When you act, you are acting on yourself. Wenn ihr handelt, dann handelt ihr auch zu euch selbst. When you speak, you speak into yourself. Und ihr sprecht auch zu euch. When you insult someone, you're insulting yourself. Also wenn ihr jemanden beleidigt, beleidigt ihr euch selber. That's why when you insult someone, someone also insults you. So it comes back to you, because everything you do, you're doing to yourself. Wenn du also einen beleidigst, dann jemand beleidigt dich auch, weil alles, was du tust, auch zu dir selber zurückkommt. So when this principle is understood, wenn dieses Prinzip verstanden ist, you become very careful, dann werdet ihr vorsichtig with your thoughts, mit den Gedanken, with your words, mit den Worten, with your deeds, und mit den Taten, because you are operating a law, weil ihr weil ihr nach dem Gesetz, also ihr, genau, ihr sozusagen arbeitet, operiert nach dem Gesetz. Which is sowing and reaping. Also nach dem Sehen des Sehens und Erntens. Amen. Hallelujah. Glory be to God. So this is why you see, he says, sow to yourself in righteousness. Darum heißt es, seht zu euch selbst in Gerechtigkeit. And reap in mercy. Und erntet gemäß der Gnade. So the mercies of God. Also die Gnade Gottes. You see, the grace of God. Die Güte Gottes will be released upon us, wird also auf uns erlassen, when we understand that in the world where God has made perfect, everything is one. Everything has been culminated into one Christ. Das alles in der Welt Geschaffene, alles was perfekt ist von Gott, kulminiert es in einem, und das ist Christus. Halleluja. Amen. Thank you, Lord Jesus. You may not see Christ in you, but I see Christ in you. So when I look at you, I'm looking at myself. Ihr möget auch den Christus in euch nicht so sehen, wahrnehmen, aber wenn ich euch auf euch blicke, sehe ich den Christus in dir, in euch. And so when I'm sowing to myself. Amen. In righteousness. Und ich sehe euch sozusagen als mich selbst. Und wenn ich sehe, dann sehe ich in Gerechtigkeit. Halleluja. When I smile to you, I'm smiling to myself. Ich lächle also zu mir. Ja, Halleluja. Amen. This will revolutionize our entire being. Das wird unser Sein revolutionieren. It will bring peace to our world. Es wird der Welt Frieden bringen. Because our greatest problem on earth. Das größte Problem auf der Welt is the fact that we act on each other based on the understanding that we are separate entity. Ist eben diese Tatsache, dass wir dem anderen gegenüber handeln, so als wäre eine getrennte Entität, Einheit. That we are separate. Dass wir getrennt sind. This is the biggest problem. Das ist ein größtes Problem. That's why I fear my neighbor. Das ist, warum ich meinen Nächsten fürchte. Because I see him as another. Weil ich ihn als einen anderen sehe. And if he is another, I will self-preserve myself. I will preserve myself. Und wenn er eben ein anderer ist, dann werde ich mich bemühen, mich selbst jetzt zu bewahren und zu halten. I will be careful. Ich werde vorsichtig mit ihm. Of what he may have to do against me. Was er gegen mich eben tun könnte. But when I grow up and understand the gospel as having brought all of humanity, not one, not a certain group of people, all humanity in one. So what God sees, he sees but one being, and that all of us are in Christ. So from that premise, I see another as myself. Also wenn wir also das annehmen, dass wir zusammengeführt worden sind, dass wir nicht dass es nicht um eine Gruppe geht, sondern dass alle Menschen eins zusammen von Gott zusammengeführt werden und in Christus, ja, dann werden wir eben werden wir das so also verstehen. Hm. Thank you, Father. You see, we want to see the grace of God, the mercies of God
you know, manifesting in our lives. Wir möchten die Gnade Gottes und die Güte auch in unserem Leben manifestiert sehen. But the grace, the manifestation of the grace of God, will only precede our being established in righteousness. Aber diese Güte Gottes manifestiert in unserem Leben wird it will always precede our establishment in righteousness. Es wird immer uns zuvorgehen, unsere Etablierung in der Gerechtigkeit. Amen. Halleluja. So righteousness is important. Also Gerechtigkeit ist wichtig. It doesn't only mean that God has made you right. Es heißt nicht nur, Gott hat dich mit ihm gerecht gemacht. This is actually breaking down or making righteousness of no effect because you make it more selfish. Das führt eben dazu, dass wir zu Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit ohne Auswirkung kommen, weil das eine Art von eher selbstbezogener, ja egoistischer Gerechtigkeit wird. Amen. So God did not just make you righteousness, he made the whole humanity righteous, because when Jesus Christ rose from the dead, he then justified the whole humanity and imputed into each and every one of us the statue of righteousness, our right standing with God. So when, if I am righteous, then the other also is righteous. And if that is the case, then he is me, I am him, so there is no another. Also Gott hat nicht einzelne von uns gerecht gemacht, sondern mit der Auferstehung, der Kreuzigung Jesu hat er uns alle als einzelnes, als Ganzes den Stand unserer Gerechtigkeit vor ihm hergestellt. Und so aus dieser Perspektive, wir sind also nicht, jeder einer von uns ist gerecht, denn Christus hat uns alle gerecht gemacht. Amen. Halleluja. Glory be to God. And so he says then, if we sow, we shall also reap. Also sagt er auch, wenn wir sehen, dann sollen wir also auch ernten. How are we going to reap? Und wie werden wir das ernten? In mercy. In Gnade, Güte. Hallelujah. Thank you, Father. So God, mercy will be shown to us. Gottes Gnade wird uns gezeigt, offenbar. Glory be to God. His love will be manifested in each and every one of us. Seine Liebe wird in jedem von uns manifestiert. This is what I call supernatural harvest. Das ist, was ich eine übernatürliche Ernte nenne. Because righteousness is the same as spirit. Weil Gerechtigkeit dasselbe ist wie Geist. When we look at 2 Corinthians 3, it talks about the ministry of righteousness. The same thing, he also symbolizes the ministry of righteousness as the ministry of the Spirit. Genau, wenn wir auf 2. Korinther 3 schauen, dann geht es dort um den Dienst der Gerechtigkeit. Aber dieser symbolisiert genauso den Dienst des Geistes. Halleluja! So in the spirit, im Geist, we are one. Wir sind eins. There is no difference. There is no distance between us. We are all one in Christ. Es gibt keine Distanz zwischen uns. Wir sind eins in Christus. And so today we all understand that God has given to us the New Testament ways of ministration, which is the ministry of the Spirit, the ministry of righteousness. Darum verstehen wir heute, Gott hat uns das Evangelium gegeben als einen Dienst der Gerechtigkeit und als einen Dienst des Geistes. Thank you, Father. Hallelujah. So when we are given, also wenn wir geben, you know, when we are sowing, wenn wir sehen, we are sowing without expecting anything in return. Ja, wir sehen also ohne etwas als so zurückzuerwarten. Because we are sowing to ourselves. Weil wir es uns selber sehen. And God, we will always reap in mercy. Gott wird immer ernten in Gnade. Hallelujah. Thank you, Father. Danke, Vater. That's why he said in the book of Lamentation, it is the mercies of God that we are not consumed. Es ist also, heißt im Buch der Klagelieder, es ist die Gnade Gottes, die wir nicht konsumieren. Ja? He says, because his compassion they fail not. Genau, weil seine Anteilnahme nicht versiegt. They are new every morning. Jeden Morgen ist das neu. Great is thy faithfulness, O Lord. Groß ist deine. Halleluja.
Ooh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. So we see the responsibility. It's not about what God will do to me. Also wir sehen, also die Verantwortung liegt nicht darin, was Gott zu mir tun wird. He has already done it. Er hat es schon getan. Amen. So it is what you will sow to yourself. Also die liegt darin, was du zu dir selbst siehst. Amen. It says, love your neighbor as yourself. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Why? Warum? Because your neighbor is yourself. Weil dein Nächster du selbst bist. Amen. Yourself and your neighbor are one. Du und dein Nächster sind eins. That's why it says, love your neighbor as yourself. Darum heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So there is no other. Es gibt keinen anderen. It has, we have to have a paradigm shift in our disposition of mind. Wir sollten also einen Paradigmenverschiebung haben. If we want to see the rain of righteousness upon our lives, wenn wir den Regen der Gerechtigkeit auf unserem Leben sehen wollen, our vision must change. Unsere Vision muss sich verändern. It's not about my church, my family, my country, my. You see, we talk on these issues when we refers to our identity. We say these things are that which gives you a personal identity, my country, my this, my profession, but in Christ, these things has been taken out, and Christ now has given to you his own identity. Es geht also nicht nur darum, unsere Kirche, unsere Gemeinde, unsere Familie. Nein, also das sind die Dinge, an die wir unsere, von denen wir unsere Identität ziehen. Aber Gott hat das schon längst, Christus hat das schon längst hinweggenommen. Also geht es um eine ganz andere Perspektive als wir alle als eins. Amen. You see, God has, Christ has taken all these things away. Amen. And now he has identified us to himself. Genau, Christus hat das hinweggenommen, uns mit sich selbst identifizieren lassen. And so we have come to then partake of one identity. Wir sind also dazu gekommen, Anteilnehmer einer Identität zu and sein. So our perspective changed. Unsere Perspektive verändert. And so when we look at others around us, und wenn wir auf andere sehen um uns herum, we are doing that to ourselves. Wir tun das uns selbst. We are looking at ourselves. Wir schauen auf uns selbst. We are acting to ourselves. Und wir handeln zu uns. That's why in Matthew 25, darum heißt es in Matthäus 25, Jesus said, Jesus sagte, if you do this unto these little ones, wenn ihr das zu diesen Kleinen tut, you've done it to me. Ihr habt es für mich getan. Halleluja. He says, many will ask the question, where were you? When did we see you? You see, they will be surprised, because Jesus have come to understand that the other is himself. He walked by this principle, and that is why he could affect life, and that is why he could be blessed, because everything he was doing, we thought he was doing it to someone else. No, he was doing it to himself, and therefore he reaped mercy. Amen. Ja, so wie viele mögen sich fragen, wo ist denn, wo warst du denn, Herr, wo warst du? Jesus hat gewandelt auf Erden nach diesem Prinzip, dass auch er alles, was er tat, er tat es ja auch für sich, also für sich selbst. So, er hat sozusagen alles gesät, auch sich selbst. Und so hat er dann alles wirklich in Gnade geerntet. Amen. Halleluja. This is supernatural harvest. Das ist übernatürliche Ernte. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. That you will never lack. Ihr werdet nicht mangeln. There is always continuous supply. Es gibt kontinuierliche Versorgung. God always give to you at the right time. Gott gibt euch immer zur rechten Zeit. You are surprised why things are working for you. Manchmal ihr seid dann überrascht, warum die Dinge für euch arbeiten. But when you walk in righteousness, aber wenn ihr in Gerechtigkeit geht, when you come to understand that there is only God, und zum Verständnis kommt, es gibt nur Gott. When you come to understand that there is only one, es gibt nur einen. Because righteousness is all about one. Weil Gerechtigkeit alles, es geht um einen. Oneness. Einheit. There is no another. Es gibt nicht die anderen. There is no enemy. Es gibt keinen Feind. Amen. Amen.
Because if there is another, then there is an opposition, there is an adversary to you, there is a difference. But if we've come to establish that the gospel of Jesus Christ have taken away differences and distances and delay, then we will come to understand, then therefore, what is the fact that the other is different from me? Wenn wir also im Unterscheiden zwischen den anderen, dann wird es immer einen Gegenspieler geben, einen Feind, eine Opposition geben. Aber Christus hat das schon alles, er hat das schon alles hinweggenommen. Und so, so verstehen wir einfach die Botschaft, das Evangelium, keine Distanz gibt, keine Unterscheidungen, keine Unterscheidung mehr gibt. Amen, Halleluja. There's no enemy. Es gibt also diese Feinde nicht. So this here, God wants to, he wants to harvest. Amen. His mercy in our lives. Dieses Jahr, der Herr möchte auch ernten, die Gnade in unserem Leben. But we are to sow the seed in ourselves, aber, in righteousness. Amen. Aber wir sollten dazu den Samen selbst in uns sehen, in Gerechtigkeit. And therefore he says, break up your fallow ground. Darum heißt es, pflüget, also brecht den Boden auf. In other words, that hardness of your heart, that differences and bitterness, unforgiveness, he says, break it off, you know, take it off you. Also das heißt, es geht hier um die Härte eures Herzens, um die Bitterkeit und all das. Und dass es Zeit ist, eben das aufzubrechen und ja. There are three types of fallow grounds. Es gibt also drei Arten von Grund in dem Jesus Moment. Jesus in Matthew 13 tells us about that. In Matthäus 13 sagt Jesus davon. He says the wayside. Er sagt also genau, es gibt also die neben dem Weg. Where the sower comes and sow the seed, and then because there is no understanding, you know, that seed is taken away. Der Seemann sieht, on the wayground. Es fällt sozusagen auf den Weg und es gibt dort wie keine Annahme, kein Verständnis und deswegen vergeht der Samen. He talks about the other type, which is the stony ground. Und er spricht auch von dem anderen Grund, dem steinigen Boden. The cares of this world, the deceitfulness of riches. Das ist eben diese Welt, diese Täuschung des Reichtums. Because the ground is fallow, the ground is still hard, so the seed cannot get in. Yeah. And so there is no harvest, there is no reaping of the fruit of the seed. Ja, der Boden ist so hart, also der Samen kann überhaupt nicht hineinfallen, also gibt es auch keine Reife der Frucht und es gibt auch keine Ernte. When he refers to this fallow ground, he's talking about the heart that looks at others from, you know, the premise of jealousy, of bitterness, of unforgiveness, you see, of insult and offense. And when we cultivate that type of heart, we cannot sow into ourselves in righteousness because we don't see others as us, as ourselves. And so our sowing then is more of a defending or a preservation of our individual self, and therefore we don't get the harvest. So hier ist es, dieser steinige Boden bezieht sich auf die Herzen, die eben aus dieser Perspektive verhärtet sind, in Bitterkeit, Eifersucht und aus eben all diesen Gefühlen gegen die anderen, und sie können nicht in Gerechtigkeit sozusagen sehen, weil sie den anderen immer noch wie als sich selbst betrachten und sie schauen eben aus einer ganz anderen Perspektive, sich selbst zu bewahren, und dadurch können sie eben, kann es nicht erreicht werden, weil sie den anderen sehen, immer noch getrennt sehen von sich selber. And so he talks about the other type of the ground, which is the thorny ground, the ground which is full of thorns. Genau, und dann gibt es noch den Grund, der voller Gestrüpp Dornen ist. You know, when tribulation comes and all this persecution, just like we are living today in the pandemic, you know, you always
That is the moment in which many people get into their cocoon. You know, it's all about me, how I will preserve myself, preserve my business, preserve my family and everything. You see, there is another way of looking at this pandemic. It may be, make you become more selfish, and it is also an opportunity for you to look at the whole humanity as one. We have common problem. So it's not something that falls into one country or one family, but all of us. So in other words, these also picture to us that we are all one. We have common problem. And if we see life from that perspective, whatever we are doing to ourselves, and therefore we reap in mercy. Also hier geht es bei diesen Dornen zum Beispiel um die Situation in der Pandemie. Es kommen Anfechtungen, Prüfungen, und die Menschen neigen dazu, sich zurückzuziehen in ihren eigenen Kokon. Und das ist eben eine Wirkung dieser Pandemie oder solcher Zustände, ist, dass sie sehr, sehr selbstgerecht, egoistisch werden. So, jetzt geht es um mich, jetzt geht es darum, mich selbst zu bewahren. Aber die andere Perspektive ist, wir alle Menschen auf der Welt haben jetzt die gleiche Situation. Wir haben die gleichen Probleme. Von dieser negativen Seite heißt es, zeigt es eigentlich auch, wir sind alle eins. Because it's not something that befall one person. Genau, weil es ist nicht eine Sache, die eine Person betrifft oder eine Gruppe auf der Welt, sondern alle. Everybody is confronted with alle sind this problem. Damit konfrontiert. Amen. So it is a picture God is showing to us through this, that humanity is one. Ja, und das ist eben dieses Bild dieser Zeit, was Gott uns auch damit sagt, zeigt, dass die Menschheit eins ist. And so when we look at it from the positive perspective, wenn wir also aus dieser positiven Perspektive drauf sehen, then we understand also the notion, the concept of righteousness. Dann verstehen wir auch den Begriff der Gerechtigkeit. You see, nobody died, you know, to be imputed the righteousness of God. It is God who by himself offer himself through his son Jesus Christ, that through the resurrection of Jesus there will be an imputation, not to one person but to the whole of humanity, a certain standing before God, which Paul refers to as our right standing, righteousness, our equality before God. So there is no difference among us. We are all one. Es ist also nicht so, wir sterben, damit uns Gerechtigkeit verliehen wird. Es ist so, dass Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung Gott sich uns anbietet und durch ihn uns, aber auch nicht nur uns, sondern allen Menschen Gerechtigkeit verliehen wird und der Stand der Gerechtigkeit ja als eins vor Gott hergestellt ist. Glory be to God. And so Paul here, the prophet Hosea said, for it is time to seek the Lord. Es ist, der Prophet sagt deswegen, Hosea, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. It is time to seek the Lord. Amen. Es ist jetzt auch Zeit, den It Herrn is zu time suchen. To be in union with God. Es ist jetzt Zeit, in Einigkeit mit Gott zu sein. It is a time of oneness with the Lord. Amen. Es ist eine Zeit der Einheit mit dem Herrn. Why? Because it is a time of righteousness. Warum? Weil es eine Zeit der Gerechtigkeit the ist. The time of righteousness, the time of oneness, the time in which God has blessed man equally. Amen. Is the time in which we are united with him so that we may reap in mercy. Amen. Es ist die Zeit der Einheit. Es ist die Zeit, wo wir alle gesegnet sind, wo wir alle gleichermaßen gesegnet sind, dass wir in Gnade ernten können. Amen. Halleluja. You see, so he's not saying seeking the Lord. We are not seeking him. Also es heißt nicht, wir suchen den Herrn nicht. You see, seeking the Lord is looking for salvation in the future. Suchen den Herrn heißt, Erlösung in der Vergangenheit zu finden. Is to try, you are trying to add something to yourself that will make you complete. Also wir versuchen etwas hinzuzufügen für uns selbst, was uns vollkommener macht. No, he says it is time to seek the Lord. Aber es heißt, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. He's present. Er ist gegenwärtig. He's for us. Und für uns. He's giving everything we need. Er gibt uns alles, was wir brauchen. He has made us.
Er hat uns geschaffen, was wir sein sollen. There's nothing God will do. Es gibt nichts, was Gott jetzt tun wird. His purpose, his destiny concerning us. Er hat uns seine also Bestimmung für uns abgeschlossen. He has brought us to the end. Er hat uns zum Ende geführt. Of his thought concerning us. Seines Gedankens gegenüber uns, über uns. So it is time. Ja, es ist Zeit. This is the dispensation. Ja, es ist die Zeit. In order for us to realize that. Um das zu verstehen. To acknowledge that. Um so zu erkennen. Is it going to bless me? Is God going to bless you? Wird Gott mich dich segnen? He has blessed you Amen. Already. Er hat euch schon gesegnet. It is time for you to acknowledge that you are blessed. Es ist Zeit für euch anzuerkennen, ihr seid gesegnet. And so when you do whatever you are doing. Und wenn ihr also tut, was auch immer es ist, you are sowing to yourself, ihr seht zu euch selbst, because you have the seed, weil ihr den Samen habt. Glory be to God. Ja, sehr gut. You have the seed. He gives seed to the sower. Er gibt den Sämann den Samen. And bread to the eater. Und Brot dem zu essen. You and I, we are the sower. Wir, ich und du sind die Sämänner. Wir sehen zu uns selbst. You have what it takes, und du hast, was es braucht, to bless someone, um jemanden zu segnen. It's not about money. Es geht nicht um Geld. It goes beyond that. Es geht weit darüber hinaus. You can bless someone with a smile. Du kannst jemanden mit Lächeln segnen. You can affect someone with happiness. Oder mit Glückseligkeit. And what you are doing to that person, und was auch immer ihr denen tut, you are doing to yourself, tut ihr euch selbst. Because there is no difference. Weil es keine Unterscheidung so gibt. This is the time. So, dies ist die Zeit. So how do we seek the Lord? Wie suchen wir also den Herrn? When we sow in righteousness. Wenn wir sehen in Gerechtigkeit. And we are actually triggering a release of his mercy as rain of righteousness over our lives. Und wir lösen damit sozusagen diesen Regen der Gerechtigkeit über unsere Leben aus. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. So everything that we are doing in this year. So alles, was wir in diesem Jahr tun, is on purpose. Es hat einen Zweck. Thank you, Father. Danke, Herr. So that fallow ground. Dieser Boden, dieser that ja. That experience that brought unforgiveness and established bitterness in me has to be break off. Der Grund eben der Bitterkeit und Unvergebenheit in uns muss aufgebrochen sein. Amen. Halleluja. Yesterday is gone. Gestern ist vergangen. 2020 is gone. 2020 ist vorbei. Will never come again. Es wird nicht wiederkommen. It doesn't exist. Es existiert gar nicht mehr. So what exists today? Was heute existiert? The only thing that exists. Das einzige. Is the Lord. Ist der Herr. Amen. Amen. That's why we seek him. Darum suchen wir ihn. In my giving to you. In meinem Geben an euch, in my smiling to you, in den Lächeln, I'm seeking God. Ich suche Gott. That is how I seek him. So suche ich ihn. Because so. Seek here means communion. Weil das Suchen hier heißt Kommunion. It means relationship. Eine Beziehung. John said. Johannes sagte. How can you claim you love God that you don't see? Wie könnt ihr behaupten, Gott zu lieben, den ihr nicht seht? And hate your brother that you see. Und den Bruder hassen, den ihr seht. He says the brother you see is God himself in the flesh. He concealed himself in the flesh. He concealed himself in the nationality of the person that you don't like. If you don't like French person, God will come as a French man. If you don't like Cameroonian, God will come as a Cameroonian. So he concealed himself with our earthly identity so that we can see beyond that which is a label upon our lives and see the Christ and see the God in us. And when we look at that, we'll bypass all these differences, the things that makes us different, and then we look righteously. We then does not only see or judge by appearance, but we judge righteous judgment. Ja, denn dieser Nächste, das ist, dort ist Gott, Gott ist in ihm, Gott hat sich in ihm versteckt, in seiner Nationalität, in seiner Farbe, in dem Fleisch hat sich Gott verborgen. Ja, warum? Es ist auch so, wenn wir jemanden ablehnen, sagen wir mögen die Franzosen nicht, dann Gott kommt als ein Franzose zu dir. Oder du magst eine bestimmte Menschengruppe nicht, dann kommt so ein Mensch zu dir. Und da ist Gott darin versteckt. Und er will dir das auch damit zeigen, dass du eben diese Labels hast und diese Zuschreibungen hast. Aber er will dir damit
helfen, dass du das überwindest, überkommst und dass du nur in dieser Gerechtigkeit schaust, um den anderen wirklich zu identifizieren und diesen Gott in ihm. Seht euch selbst in Gerechtigkeit. Reap in mercy. Und erntet in Gnade. Break up your fallow ground. Brecht euren Boden, pflügt den Boden auf. For it is time to seek the Lord. Weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Till he come and rain righteousness upon you. Bis dass er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Halleluja. This is the year of supernatural harvest. Das ist das Jahr der übernatürlichen Ernte. This year, dieses Jahr, we're going to reap. Wir werden ernten. The harvest of abundance. Die Ernte des Überflusses. You see, God does not just, he doesn't just give in part. He gives as a shower. He gives as a rain. Read through scriptures. When God wants to release his blessing, he doesn't give it in proportion. Because his blessing is himself. And so this year, I want us to change our perspective. Okay. Gott gibt nicht nur anteilsweise. Er gibt nicht nur Teile. Er lässt es regnen wie so ein Regenschauer. Warum? Weil Gott gibt sich uns selbst. Also, Amen. So he doesn't give in proportion. Ja, es gibt nicht nur, also nur anteilig. His blessing comes as a rain. Sein Segen kommt als Regen herab. And this is what he's going to do to you and to me this year 2021. Das ist, was er in diesem Leben zu euch tun will. Thank you, Father. Let's just lift up our hands and begin to bless him. Lass uns die Hände erheben, die Herrn ehren. Abundance of rain. Die Überfluss des Regens kommt. Jesus says God cannot be deceived. Jesus sagt, Gott kann nicht getäuscht sein. Paul said God cannot be deceived. Gott kann nicht getäuscht sein. Ja, Paulus. Whatsoever a man soweth. Was auch immer ein Mensch sieht. So shall he also reap. So wird er auch ernten. What are you sowing? Was seht ihr? Remember, your thoughts, your words, your deeds are seed. Erinnert euch, eure Taten, eure Worte, Gedanken sind gesäte Samen. And remember, another is not another, is yourself. Erinnert euch, der Nächste ist nicht ein anderer, er ist du selbst. Your neighbor is yourself. Dein Nachbar ist du selbst. Now this is that which I want you right now to begin to pray. Das möchte ich, dass wir jetzt beten. It will take a very deep understanding. Es braucht ein sehr tiefes Verständnis. It will take a change of mind. Es braucht eine Änderung des Geistes. For you to go deeper into that place. Um tiefer dahin zu gehen. Where the mask is falling away, where the veil falls away. Wo die Maske fällt und der Schleier. Because each and every one of us we wear a mask. Weil jeder von uns so eine Maske trägt. And this mask is our personal identity. Und diese Maske ist die persönliche Identität. Is the label that is upon us. Ist diese Zuschreibung auf uns. But we, in order for you to see the person as the person is. Aber um eine Person zu sehen, wie sie ist. The mask must fall. Die Maske muss herunterfallen. You must see beyond the mask. Wir müssen darüber hinwegsehen. And it will take the spirit of God. Und es braucht den Geist Gottes. That is why the New Testament is the ministration of the Spirit. Das ist warum das Neue Testament der Dienst des Geistes ist. The ministration of righteousness. Und der Gerechtigkeit. I want you to begin to see righteously right now. Ich möchte, dass wir jetzt gerecht sehen. I want you to see your neighbor as yourself. Den Nächsten als euer Selbst sehen. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. Receive that ability. Diese Fähigkeit. Receive that enablement. Empfang diese Befähigung. Allow the Spirit to come over you. Amen. Erlaubt den Geist auf euch zu kommen. Don't see what they do against you. Schaut nicht, was sie gegen euch tun. Don't see their mistakes. Schaut ihre Fehler nicht. They will always do it. Sie werden sie immer tun. People will always come against us depending on their perspective. Menschen werden of us. Immer gegen uns kommen, abhängig von ihrer Perspektive. But how do you see them? Aber wie sehen wir sie? And now remember what you do, you're doing to yourself. Und nun erinnert, alles, was sie tut, tut ihr zu euch selbst.
selbst. If the person curses you and you bless the person, you are blessing yourself. Wenn also die Person euch verflucht und ihr segnet sie, dann segnet ihr euch selbst. If the person hates you and you love the person, you are loving yourself. Wenn jemand dich hasst und du liebst ihn, dann liebst du dich selbst. And you will reap in mercy. Und du wirst in Gnade ernten. And right now in the name of Jesus. Und jetzt im Namen von Jesus. Every fallow ground, let it be break up now. Jeder Grund sei aufgebrochen jetzt. Sever yourself from every experience that has caused you harm in the year 2020. Trennt euch von jeder Erfahrung, die euch Leiden gebracht hat in 2020. That which has caused your heart to be so hardened. Ja, was eure Herzen so sehr verhärtet hat. You say, no, I can't trust anybody. Wo ihr sagt, ich kann keinem mehr vertrauen. Oh, I can't work with people anymore. Ich kann nicht mehr mit Menschen weitermachen. They frustrated me. Sie haben mich so frustriert. But I want you to look unto God right now. Aber ich will, dass ihr auf Gott schaut jetzt. Right, this is the time of righteousness. Es ist die Zeit der Gerechtigkeit. This is the era that God has brought us as one. Es ist die Ära, wo Gott uns alle als eins zusammengebracht Your hat. Neighbor is yourself. Euer Nächster ist du He selbst. May not know that. Er mag das nicht wissen. He doesn't need to know Aber in order for you to act right. Er braucht es nicht zu wissen, um damit ihr richtig zu ihm handelt. You are special. Ihr seid besonders. And God wants to rain righteousness in your life. Gott will Gerechtigkeit in eure Leben regnen lassen. That your brother, your sister will see. Dass eure Brüder, Schwestern sehen. And say, even though I came against you, but your God is blessing you. Und sagen, sogar wenn ich bin gegen dich, aber dein Gott segnet dich. They will see the hand of God over your life. Sie sehen die Hand Gottes über euren Leben. They will see the difference. Sie sehen den Unterschied. They will know that you being a Christian, there is a benefit of it. Sie wissen, wenn du ein Christ bist, dann gibt es einen Nutzen. That is a sure way of harvest. Das ist ein sicherer Weg der Ernte. If we want to harvest the people into the kingdom, wenn wir die Menschen ernten wollen ins Königreich, we must be different. Wir müssen anders sein. They are reconciled to God already. Wir sind mit Gott versöhnt. The people have they have been reconciled. Die Menschen sind mit Gott versöhnt worden. And therefore God has given to us the word of reconciliation. Und darum hat uns Gott das Wort der Versöhnung gegeben. Not to condemn them. Um nicht sie zu verurteilen. Because the person you condemn, you're condemning yourself. Weil die Menschen, die ihr verurteilt euch. There is no condemnation. Es gibt keine Verurteilung. Not only against you. Nicht gegen dich. But even to your brother. Selbst nicht gegen deinen Bruder. So therefore you cannot condemn your brother. Du kannst niemanden verurteilen. What God has blessed. Was Gott gesegnet hat. What God has reconciled to himself. Was er versöhnt zu sich selbst hat. You cannot condemn. Ihr könnt es nicht verurteilen. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. I tell you this service today. Ich sage euch, dieser Dienst heute. Is for you. Ist für euch. Watching me right now. Die mich gerade sehen. It is for you. Es ist für euch. Because God is pursuing you with his blessings. Weil Gott euch mit seinem Segen verfolgt. And he's giving you this key today. Und er gibt euch diesen Schlüssel heute. That what you give das, to others. Ihr gebt den anderen. In thoughts, in words and in deeds. In Worten und Taten. You are doing to yourself. Ihr tut es zu sich, zu euch selbst. You're doing to yourself. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Paul says that if we sow in the flesh. Danke, Paul sagt, dass wir, wenn wir aufs Fleisch sehen. In the flesh we shall reap corruption. Dann werden wir dort Korruption ernten. But if we sow in the spirit. Aber wenn wir im Geist sehen. In Geist, righteousness. In Gerechtigkeit. We shall reap in the spirit too. Wir werden im geistigen, im spirituellen ernten. Oh, just lift up your hearts to the Father erhebt right now. Eure Herzen zum Vater jetzt. And say, Father, I've come to know. That it is only me, it is only you. Und sagt, ich habe verstanden, Herr, es gibt nur mich und es gibt nur dich. This consummation of oneness. Dieser Einheit. That God has lavished his blessing upon his son. Dass Gott seinen Segen auf seinen Sohn gelegt hat. And we are in his son. Und wir sind in seinem Sohn. Father, thank you. Vater. Thank you, Lord Jesus, for a new era. Danke, Herr Jesus, für eine neue Ära. This is the time. Das ist die Zeit. To seek the Lord. Um den Herrn zu suchen. This is the time. Das ist die Zeit. To walk into our I am-ness consciousness. In unser Bewusstsein des Ich bin zu kommen. The consciousness of our I am-ness. Das Bewusstsein unseres Ich bin-Seins. That we are.
dass wir sind. Everything God says that about us. Alles, was Gott über uns sagt. We are. Wir sind. What God has declared concerning us. Was Gott über uns ausgesprochen hat. Father, we say thank you. Vater, danke. Thank you for abundance. Danke für die Fülle. Thank you for your blessings. Danke für deinen Segen. Thank you, Lord, that you've crowned this year with blessings. Danke, Herr, dass du dieses Jahr schon gekrönt hast mit Segen. Lord, you've protected us. Herr, du hast uns bewahrt. Even before the pandemic. Sogar vor der Pandemie. You brought us to your secret place. Du hast uns zu deinem geheimen Ort and geführt. Lord, you've lavished us with everything that we need. Oh Herr, du hast uns gesegnet mit allem, was wir brauchen. Lord, and you've given to us seed to sow. Du hast uns auch Samen gesehen, um zu säen. And right now, in the name of Jesus. Und jetzt im Namen von Jesus. I release you as seed sower. Ich entlasse euch als die Seemänner. Go and sow the seed of love. Geht und seht den Samen der Liebe. The seed of kindness. Die Saat der Güte. The seed of goodness. Freundlichkeit. Go and sow the seed of power. Und seht diesen Samen der Kraft. In the life. In den Leben. Of someone. Oh, von jemand anderem. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. As you begin to practice this principle. Wenn ihr dieses annehmt. I see abundance of rain over your life. Ich sehe diesen Regen der Fülle über euch. I see the blessings of God overcoming, overshadowing you. Ich sehe den Segen Gottes alles überschatten bei euch. This is the year of supernatural harvest. Das ist das Jahr des übernatürlichen Erntens. It is not a harvest where you sow with hardness. Es ist nicht dort, wo ihr seht mit Härte, keine, ja. No, you sow with love. Nein, ihr seht mit Liebe. You sow with kindness. Mit Güte und Freundlichkeit. So whatever you're doing, was auch immer ihr tut. It's not a compulsion. Es ist nicht einfach nur ein Zwang, eine Pflicht. So there's not, nobody is pushing you to niemand do it. Niemand zwingt euch. You're doing it out of love. Ihr macht es aus Liebe. Because you are loving yourself. Weil ihr euch selbst liebt. You are sowing to yourself. Seht ihr zu euch selbst. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. We thank you, Father, Lord, that you've taken us into another dimension. Ich danke dir, dass du uns in unsere neue Dimension you've genommen brought hast. Us into a new place. In einen neuen Raum. Lord, Ort. We thank you. Danke, Herr. That you have a place restored for prepare for us. Du hast einen Ort nur für uns vorbereitet. And we thank you, Father. Danke, Vater. That you've provided. Dass du uns versorgst. The earth is the Lord. And the fullness thereof. Die Erde ist die Fülle, ja. And we thank you, Father. Die Erde ist des Herrn und die Fülle desselben. Ja. That we are danke, Vater, dass wir ein Teilnehmer sind. Of all that which you are. Von allem, was du bist. We bless you, Father. Ja, wir ehren dich. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus.